Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen The Real Life Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu Folge Nummer 6 und damit dem quasi Turmspringen Special. Da habe ich schon gesehen, dass sich Calvin nämlich gerade drauf vorbereitet. Ja, das Ganze wurde mitgefilmt. Wird, glaube ich, ziemlich lustig, so wie ich es gerade auch schon leicht im Vorspann mitbekommen habe. Hier gerade hat er irgendwie eine Babypuppe in der Hand. Also, wer weiß, was da abgeht. Wird bestimmt eine coole Folge, Freunde. Lasst vorab gerne ein Like und ein Abo da. Wie immer, würde mich freuen. Viel Spaß mit dem Video und damit let's go. Ach nee, ey. Schon wieder alleine. Calvin ist nicht da. Keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Heute Morgen ist er mir schon so hart auf den Sack gegangen, dass er gesagt hat, komm bitte pünktlich und sei dabei, weil er wollte ein bisschen Support haben hier beim Turmspringen. Er ist ja dabei. Und ich habe gesagt, natürlich bin ich dabei und guck dir ein bisschen über die Schulter. Ich hoffe, er zeigt Leistung. Aber gut, ich bin hier der nicht, der Penner. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Ich hoffe, der kommt. Komisch, ne? Macho, Kante. Und halt so ein bisschen Höhe da. Aber mal gucken, was er heute gibt. Ja, ich meine, wenn es irgendwie einen Ersatzkandidaten braucht, dann ja, könnte ja Chris mitmachen, ne? Der Trainer ist, glaube ich, noch nicht so glücklich und nicht so glücklich, dass der Kerl mal wieder zu spät ist. Die Uhr tickt halt, ne? Wie macht er sich denn bis jetzt? Ja, eigentlich ganz gut, ist ein netter Kerl, aber dem fehlt einfach die Disziplin. Also wir hatten gesagt 5 Uhr und jetzt haben wir 10 nach. Das ist geil, trainiert normalerweise Profis. 6. Der Trainer von Calvin ist, wie soll man sagen, so ein richtiger Trainer, ne? So eine... So, boah, wenn du der knallt dich weg, der haut dich weg, der haut dich verbal so rein, dass du erstmal denkst, du bist ein ganz Kleiner. Da wird dann quasi aus dem Kleinen ein Kleiner. Mega lustig. Ja. Calvin, guck mal auf die Uhr, wie viel Uhr haben wir? 10 nach 6. 10 nach 6, 17 Uhr habe ich gesagt, ich stehe seit 17 Uhr hier. Oh mein Gott. Ja, das ist nur 1 Stunde und 10 Minuten. Schwimmsachen hat er auch schon an. So. Dein Tag. Erstmal deine Sachen packen, schnell umziehen und dann ab hier hin zum Aufwärmen. Bist du ready? Komm. Ja. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Das kannst du aufs Ohr klatschen und so. Und das ist alles geschützt. Das ist perfekt. Traue ich mich jeden Sprung. Krass. Ja, gut. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das sind aber jetzt große Töne. Komm. Wo geht's lang, Digga? So, Calvin ist fertig. Der ist da. Ja, wird auch langsam Zeit. Wahrscheinlich mittlerweile schon so 10 nach 7. Gut siehst du aus, was soll das? Sieh sofort wieder aus. Warum? Kann ich nicht gebrauchen, gib es nicht. Warum? Wenn wir witzig zum Affen machen, dein Ding aus. Warum? Nix warum, ich will sehen, wie du das Sprung. Ich kann auf den Arm hoch machen, alles. Zieh das Ding aus und wir sprechen gleich nochmal darüber. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Also da ist, ich komme mir jetzt hier vor wie im Klicker-Klackerland. Also da kann ich mir gar nicht geben. Ey, das ist wirklich zu geil, ey. Die Folge, die fängt schon mal sehr gut an. Gefällt mir. Komm, Digi, schnell. Komm, Digga. Nein. So, Calvin. Alles cool, jetzt habe ich natürlich dich wieder klassischerweise so, wie die Leoparden-Badehose. Und dann erwärmen wir uns erst. Ach, warm machen brauchen wir doch nicht. Doch, klar, ganz bestimmt. Du willst dich ja nicht verletzen. Okay. Pass auf, stell dich mal da oben auf die Airtrack, Arme nach oben. Deutschland, das heißt, der ist wahrscheinlich irgendwie sogar so Nationaltrainer oder so. Gibt's da sowas? Wahrscheinlich schon. Vielleicht kommt hier der nächste Nationalspringer oder wie auch immer man das da nennt. So, und jetzt hüpf mal einmal den weißen Strich entlang. Beine zusammen, Brust höher, Arme gerade. So, auf der Retoure jetzt mit anhocken. Bauch rein, Kopf gerade. Und hock. 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 Sag mal, hast du über Weihnachten irgendwie einen Unfall gehabt? Warte. Dass die Beine so weit auseinander sind, kannst du bitte mal zusammen machen? Nochmal. Boah. Ey, da wäre ich ja wirklich raus, ne? Also da würde ich lieber in den Dschungel gehen, als dieses Training mitzumachen. Okay, dreh ich mal um. Rolle vorwärts gehockt. Und die Hocke anpacken, wenn du aufstehst. Anpacken, gut. Arme hoch und ab. Komm, Junge. Ey, du fängst doch jetzt nicht an zu schwächeln, Kerl. Also, ich hätte gern Rolle vorwärts und dann ins Wasser mit dem Kopf tauchen, ja? Also das ist wirklich so ein, ich wollte schon sagen, Sportlehrer, der einen so richtig einfach, wie drücken wir das jetzt aus, ohne dass ich das gleich zensieren muss.
denkt euch einfach ein Wort. Das ist einfach so ein richtig mieser Sportlehrer-Typ. Oder auch Schwimmlehrer. Ist ja irgendwo das, nee, ist nicht dasselbe, aber so fast. Ich weiß, es ist deine Glücksbadehose, aber eine richtige Badehose wäre echt nicht schlecht. Ey, dem passt ja gar nichts. Anpacken, guck. Du hast ein Problem. Die Rolle ist gut, die Hocke ist gut. Eintauchen ist auch gut. Und zum Schluss, wenn du bis hier im Wasser bist, machst du so krumme Beine. Ach so, ja. So, also, krumme Beine. Welche Übung machen wir da? Hocken, strecken, tauchen. Oh, hinsetzen auf die Kante, Bauch rein und ab. Eins, zwei, drei, tauch. Eins, ab, ab, hopp, Bauch rein. Eins, zwei, drei. Ich glaube, der hat sich das einfacher vorgestellt. Also es wird doch schon wirklich komplex und krass, was man da machen muss. Mach nicht. Ja, das stimmt. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein durchdiszipliniertes Training da ist. Da hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet. Ich dachte, das ist irgendwie voll locker und macht Spaß, aber irgendwie, ich weiß nicht. Stolz. Guck mal, eine gute Figur macht er doch. Habt ihr den Blick gerade gesehen von dem Trainer, wie er gerade zu Chris rübergeguckt hat? Ey, das ist, hier geht's wirklich um Leistung. Nee. Calvin, ich weiß ja nicht, was du im Kopf hast, aber das Ding ist zum Denken da. Jeder andere schafft das, also du auch. Tja. Calvin, willst du mich verarschen? Beine. Warte mal. Ich kann nicht mehr. Pass auf, wir machen einen Deal. Ich krieg 100 Euro von dir, wenn die Beine nicht gestreckt sind. Beine. Siehst du? Lass dir, Junge. Ich weiß nicht, wieso ich hier mitgemacht habe. Ich sag's dir. Wenn man sich dämlich anstellt, tut alles weh. Boah, ekelhaft ist das. Aber wenn ich auf die Fresse fliege, ne? Was dann? Und das weh tut. Was dann? Das ist doch nur Wasser. Sag mir bitte, was dann? Das ist Scheiße. Ja, klar ist das. Das ist wirklich eine heftige Nummer da. Tut mir auch wahnsinnig leid. Um dir ein bisschen zu helfen, habe ich hier noch eine Bubble-Anlage. Da ist eine Blase, das macht ein Luftkissen. Und wenn ich sag ab, dann musst du auch springen. Aber du strengst jetzt deinen kleinen Kopf an und dann klappt das. Komm. Doch. Das geht nicht. Ich geh da. Doch. Ich kann das nicht. Calvin. Oh mein Gott. Oh, mach das Ding an. Okay, stell dich hin. Pass mal auf, ich bin der Trainer. Ich mach das an und wenn ich absag, dann springst du. Also, hinstellen. Stell dich hin. Ich hoffe irgendwie, dass Chris so einen falschen Kommentar abgibt und der Typ übelst ausrastet und einfach voll Chris anschreit. Ab! Das ist ja geil im Wasser. Zu spät. Geh zurück. Nein, du gehst nicht pullern. Nein, du springst zuerst und kannst dann auf Toilette. Chris sein Klatschen so leicht verzögert. Erstmal abwarten, ob der Chef hier klatscht und dann kann man sicher sein, sonst könnte das schon dazu führen. Sonst könnte das schon dazu führen zu dem, was ich gerade meinte. Darf ich jetzt aufs Klo? Aber ganz schnell, in 3 Minuten bist du wieder da. Ja. Calvin, ich bin begeistert. Doppelsalto. Oh, mein Rücken, Calvin, kein Mädchen sein, hier hinkommen. Genau das wollte ich von dir haben. Nochmal so Power springen und wenn ich jetzt hopp sag, dann streckst du die Beine und richtest dich auf und bist gerade. Ich hab ja gesagt beim nächsten Mal, ich hab ja gesagt, mach nochmal so. Und wir haben jetzt ein Doppelsalto, also lernst du jetzt noch strecken. Ich mach doch nicht 2 Saltos. Du hast doch gerade gemacht, kriegst da mehr Punkte für. Ja. Willst du gewinnen oder nicht? Ey, hör mal, wenn ich da runterspringe, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ey, wisst ihr, was ich mich gerade frage? Macht ein guter Trainer das nicht eigentlich mal vor? Ich hab jetzt Angst. Calvin, pass mal auf, für Angst bin ich zuständig. 1, 2, 3, ab. Boah, ey, das ist schon hart. Kann ich dir sagen, komm sofort her. Calvin, komm her. Ich kann nicht mehr jetzt. Komm her. Ich schwöre. Komm mal her. So. Hier. Ja. Guck. Gut. Du verarschst mich jetzt gerade. So. Kannst vergessen.
wenn einer versucht, mich zu veräppeln. Ich hab doch nicht. Hör mal, du hast ja. Nein, du bist nicht abgesprungen, du hast nicht angepackt, du hast viel zu früh aufgemacht. Ich hab doch keine Ahnung. Brauchst du auch nicht. Ich hab die Ahnung. Ja, aber ist doch besser als nein, nichts. Nein, ich nein. Nein, pass auf, stell dich da oben hin. Nein, doch. Keine mehr heute, bitte. Wir haben jetzt noch 3 Wochen Zeit. Das heißt also, er sollte jetzt mindestens pro Woche 3-mal trainieren, sonst kriegen wir es nicht hin. Also wir gehen jetzt vom 10-Meter-Bett springen, weil ich will ihn zeigen, dass ich will ihn ja motivieren. Ne? Und jetzt muss einer die Chris, der zeigt zeigen, jetzt mal, wie das hier richtig geht. Pass auf, Calvin. Nee. Nicht nach unten gucken. Nee. Ich bin raus. Ich hab Höhenangst, wa? Ja, wirklich. Bauch rein. 1, 2, 3, ab. Fest. Komm, Calvin, stell dich hin! Und der Calvin stand da die ganze Zeit. Ich weiß nicht, halbe Stunde stand er da oben, locker. Also gefühlt eine halbe Stunde, wollte nicht springen. Digga, mein Kopf. Calvin! Ja, warte, ich muss ein Interview geben! Ach, hör doch auf! Mann, Alter. Ey, das ist so, das ist wirklich eine geile Folge heute. Ich hoffe, wir sehen da noch mehr davon, von den Turmspringen. Ab nach vorne. In den nächsten Folgen, meinte ich jetzt. Boah, mir wird schlecht. 1, 2, 3, ab! Nee. Calvin, pass auf, du willst nicht, dass ich hier nach oben komme. Stell dich da hin. Oh, warte doch. 1, 2, 3, ab. Ja! Calvin, wir sind kommt hier nicht echt hoch. Calvin, ja. Geh nach vorne. Und bitte ganz Schweinemüte chillen, oder sie Calvin, ja? Ist das geil, Mann, ist das geil. Boah, ich sag euch ehrlich, ich glaube, wenn der einen die ganze Zeit stresst, irgendwann springst du, aber nicht, weil du willst, sondern einfach, weil das so aufregt, wenn man die ganze Zeit seinen Namen hört von da unten, dann denkst du einfach so, ist drauf, jetzt spring ich da, dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Calvin, ich warte. Ich glaube, nach heute ändert er seinen Namen. Hinstellen, ich muss aufs Bett. Bauch rein, Arme. 1, 2, 3, ab. Ja. Ja, sehr guter Sprung. Gefährlich, ne? Ja, normalerweise sollte ich ja eine Kachel. Und zu. Wir haben okay, heute hier sieht's nach Dschungel aus. Unser Bro Cosimo ist im Dschungel und wir supporten ihn natürlich. Und ich habe alle eingeladen zu mir nach Hause. Ich weiß noch nicht, ob das so gut war. Aber auf jeden Fall machen wir hier dicke Party und gucken natürlich den Einzug von Cosimo. Vanessa wollte hier hinkommen. Im Endeffekt ist Diogo mein Bruder. Und ich habe keinen Bock, dass da irgendwelche Komplikationen sind oder dass Diogo nachher mit Julia geht oder sowas, weil Vanessa da ist oder so. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt. Schade irgendwie. Cosimo ist im Dschungel, ist schon geil, ist eine geile Geschichte, ist cool, ich freue mich auch für ihn, wirklich. Aber ich hoffe, dass er den Dschungel nicht unterschätzt. Das haben die nicht gemacht! Oha! Härter! Das sah richtig eklig aus, ne? Ich denke, Cosimo schafft es echt sehr, sehr weit, safe. Ich glaube auch. Und vielleicht holt er sich auch noch aus. Ne? Für der König, ja. Ja, wäre geil. Holt das Ding nach Köln. Geil. Also ich kann sagen, ich bin auch für Cosimo. Einfach weil er auch so unterhaltsam ist da und nicht für Stress sorgt und so weiter. Deswegen Cosimo auf jeden Fall alle anrufen. Ich würde die Nummer einblenden, aber ich kenne sie selber nicht. Was ist mit deinem Cosimo? Warum ist da keine Eier? Ja, keine Ahnung, weil der vielleicht keine Eier in der Hose hat. Ich weiß es nicht. Oh, ho, 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 ho. Okay, gucken wir mal, was ist bei den Geschenken dabei? Vielleicht wieder der Honig oder so. Ah, okay, Babyklamotten. Ey, das war eigentlich so, das wäre eigentlich so offensichtlich. Okay, es geht scheinbar wieder in den Babyladen. Also ich wäre definitiv bereit, Kinder zu bekommen. Ich liebe Kinder und ich wollte ja mit 25 Kinder schon haben, aber wurde nichts. Oh Mann, ey, dieser Untertitel. Diese traurige Musik erst war und dann wurde vor kurzem von ihrem Freund bei Temptation Island VIP betrogen. Es ist gar nicht lustig, aber ich habe auch gerade an eine bestimmte Person gedacht. Warum lache ich dabei?
Ja, man muss auch den richtigen Partner finden, ne, dafür. Also, dass Alicia so früh Mama wird, finde ich eigentlich nicht so schlimm. Meine Mama hat mich auch mit 18. Nicht so schlimm. Gute Antwort. Bekommen. Und eigentlich hat das eigentlich nur Vorteile, finde ich, weil dann kannst du auch mit deiner Tochter noch feiern gehen. Was ich auch früher immer gemacht habe, meinen Eltern. Okay. Okay, krass. Also, das habe ich auch schon häufiger mal von Leuten gehört. Ich weiß nicht. Also, habt ihr das schon mal gemacht? Das müsst ihr mal kommentieren. Das interessiert mich. Also, ich glaube, ich realisiere das wirklich echt, wenn ich das Kind auf dem Arm habe. Gestern hatte ich auch Frauenarzttermin. So, ich habe das Kind so gesehen, das ist voll gewachsen und so, aber... Ich wollte gerade sagen, jetzt hier, ne, habe ich mir gerade so gedacht, sieht man das auch mal langsam. Weil, wenn ich da so dran zurückdenke, also angesehen hätte man ihr das eigentlich immer nicht so wirklich, dass sie schwanger ist. Und 29. Woche, das muss schon relativ weit sein. So, ich merke zwar die Tritte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da einfach ein Kind drin ist. Selbst ich würde da einschlafen direkt. Kannst du auch fast so reinlegen. Also bei Calvin und Jennifer, so klar, dass sich da so, dass sie so ein bisschen flirty unterwegs sind. Obwohl das vielleicht Jennifer nicht so merkt, aber wir merken das, dass die so eigentlich so, wenn die miteinander quatschen und Späße machen, die harmonieren eigentlich so ganz gut. Aber ich kenne auch einen Calvin. Und ich weiß nicht, ob das zwischen denen was sein könnte. Aber man weiß ja nie, ne? Ich will jetzt auch nichts sagen, nichts Falsches. Ja, da schließe ich mich an. Also Calvin hat man das sofort angemerkt, als er über sie gesprochen hat. Das war auch mal... Das ist sogar schon länger her. Ich glaube, war das vor Promi Big Brother? Nee. Also einmal war Chen ja mit dabei in der Folge, aber nee, das genau, ich weiß wieder, woran ich denken muss. Das ist mir schon aufgefallen bei der, war das da, wo ich, was ich meine? Ich glaube schon, ich glaube zu meinen, es war bei der Late-Night-Show von Promi Big Brother. Vielleicht ja dann das nächste Kind bei denen oder so. Kommst du heute Abend mit? Party. Ich habe ja gesagt, Digga, aber... Ja, warum echt durch, Alter? Doch voll geil. Ich bin alt geworden. Aber was für alt geworden? Ich bin echt alt geworden. Und ich habe auch keinen Bock, weißt du, die Leute sagen schon so, keine Ahnung, der geht die ganze Zeit feiern und so. Und was für ganze Zeit, das, Digga? Als Vater. Digga, du warst jetzt einmal feiernd oder zweimal. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Ja, was andere sagen, Digga. Was willst du machen? Zu Hause sitzen, alleine? Hast du auch recht. Wenn der George da wäre, Digga, da könnte ich das verstehen, aber du kriegst ihn ja eh nie. Ich weiß, was du meinst. Ich versuche mir das ja auch einzureden, aber... Ach, Digga, würde ich mir gar keinen Stress machen, Alter. Würde ich mir wirklich gar keinen Stress machen, weil du kommst ja, du lässt ja deine Pflicht nicht liegen oder so. Weißt du? Würde ich ja niemals machen. Ja, eben, Digga. Von daher, Alter. Deswegen, ich bin ja auch froh, dass du mich auch ein bisschen manchmal so rausgeholt hast und so. Dass ich ein bisschen... Calvin gibt mir schon sehr, sehr gute Ratschläge. Also das Bild, was man eigentlich von Calvin jetzt hat, ja, dieses ganze Party und sowas, der steckt ja trotzdem sehr, sehr viel dahinter. Ne? Er ist ja auch, seine Mutter ist für ihn heilig. Er ist immer da, safe, egal was ist. Selbst wenn er verkatert sein sollte, würde er da sein. Wenn man so ein bisschen intensivere Gespräche mit ihm führt, weiß man, okay, ne, er macht es. Es ist sein Job auch, ne, die ganzen Bühnenauftritte und so. Aber tief innen bei Calvin ist was ganz anderes. Und da haben wir drüber gesprochen. Weil die Leute sagen auch immer sofort, wenn die einen sehen, vor allem Elternteil, Vater oder so, die sehen einen Abend, wo ich vielleicht mal wieder was trinke. Und sagen dann sofort, keine Ahnung, ja, kümmere dich lieber um deinen Sohn. Ja, mein Sohn ist gerade nicht da. Der wird auch morgen nicht da sein, weil ich ihn gerade nicht habe. Das heißt, bis ich ihn wieder sehe, bin ich wieder fit. Ja, das stimmt. Also kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Leute überhaupt über sowas urteilen. Keine Ahnung, ich käme da nicht mal drauf. Also ich würde mir dabei überhaupt nichts denken, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe mich für das jetzt, glaube ich, entschieden. Könnte man das direkt mitnehmen oder... Kann ich mal im System nachschauen, ob ich es da habe. Ja, das wäre mega. Hast du eins endlich? Aber ganz kurz, könnten... Ja. Hast du endlich eins? Also, ihr habt jetzt nur die, ne? Also ich will auf jeden Fall ein paar Kinder sogar. So wäre cool. So 2, 3 Stück. Und ich will auch... Ey, wie das einfach aussieht. Calvin einfach, auch wenn es nur eine Puppe ist, aber einfach mit dem Baby im Arm. Geil. Opa werden so, weißt du, ich will so alt sein später so und will meinen Enkeln so erzählen, wie cool ich früher war. So. Ich glaube, er wird auf jeden Fall irgendwann ein guter Vater sein, aber ob das jetzt so schnell so passieren wird, glaube ich eher weniger. Ich glaube, da ist erster Schritt bei ihm, glaube ich, erstmal die richtige Frau zu finden in seinem Leben und dann geht's irgendwann Richtung Kinderwunsch weiter. Ja, die richtige Frau finden, ne, Jenny? Könnte sein, dass er das gerade tut. Der ist doch schon fleißig. Wie? Am Gas geben. Ja, überall. Das stimmt nicht. Nein. Hey, was redest du denn? War Spaß. Was denn? Ich bin ja nicht so schlimm, wie man immer denkt.
Also, ich schwöre. Alles Schein. Nein, ehrlich, ich hab das früher gemacht mal, ja. Jetzt nicht mehr. Komm, gib mir mal das Baby hier, ich hau ab. Wenn passt, dann klar, wäre ich dann bereit für eine Beziehung, natürlich. Aber vernünftig dann, weißt du, ich habe keinen Bock mehr auf diese krummen Dinger so. Diese, wo ich nicht weiß, so, ja, vielleicht mal gucken, laufen, lass so herlaufen und so. Ich muss dann schon ernst, dann, sonst mache ich nicht mehr. Boah, Kevin ist ja mal richtig erwachsen geworden, was da passiert. Das wird Jenny bestimmt gefallen, was sie da hört, bin ich mir sicher. Also vernünftig. Ich dachte, ich bin vernünftiger geworden. Ich finde das bei Kevin immer so total schwer einzuschätzen. Ich will ihn ja als Person schon ernst nehmen, wenn er sagt, er ist da irgendwie, will sich da nicht mehr austoben und ist da irgendwie auf der Suche nach was Vernünftigen und alles. Aber ob das jetzt so einfach umzusetzen ist für jemanden, der wirklich in der Vergangenheit sehr wild unterwegs war und gerne Frauen aufreißt. Und man darf auch nicht vergessen, er ist ja auch sehr, sehr gerne auch immer in den ganzen Auftritt mit den ganzen Fangirls und alles. Ich weiß nicht, ob das so einfach sein wird für ihn, das wirklich dann auch umzusetzen. Deswegen, der Wunsch ist, glaube ich, bei ihm da, aber ob das wirklich hinbekommt, das weiß nur der liebe Gott. Oder du, wenn du es versuchst rauszufinden. Na, Alessia lässt euch das Kind auch mal dran. Wenn ich wollen würde, klar. Boah, es wird gefährlich. Ey, die lässt mich mit ihrem Hund alleine ohne Leine laufen. Kannst du dich mit einem Baby vergleichen? Ja, aber ich meine vom Ding her einfach, weißt du? Auch nicht. Klar, aber du gehst mit einem Hund Gassi, die wissen doch, wo die langlaufen müssen. Und so Babys, die sind was ganz anderes. Nein, aber fast dasselbe. Ey, Alessia. Würdest du dein Baby mir mal auf den Arm geben? Natürlich. Siehste. Klar. Ja gut, Freunde, damit wären wir wieder durch hier mit einer sehr lustigen Folge. Ich hoffe, das Turmspringen geht nochmal weiter irgendwann. Also das würde ich mir gerne nochmal angucken, wie so die Fortschritte sind dabei auf jeden Fall. Ansonsten kam heute auch schon ein Dschungelvideo online. Könnt ihr gerne vorbeischauen und morgen geht's dann auch wieder weiter mit Dschungel und mit noch irgendwas anderem. Ja, bestimmt. Ich glaube, DSDS oder so müsste eigentlich kommen. DSDS, glaube ich, oder irgendwas kommt auf jeden Fall auch noch online. Werdet ihr sehen. Bis dahin, Freunde. Ciao. Und lasst ein Abo da.